MotoTV 22 Bauer bei MySport MyStory. Kfz Maurer hier im Ötztal in Dumpen. Eine wunderschöne Auslage, die du hier hast, mit wunderschönen Fahrzeugen. Wie bist du zu diesen Fahrzeugen gekommen und warum? Ja, ich habe zuerst immer die Modellautos gekauft. Modellautos war finanziell möglich. Und dann trotzdem willst du mal das Original auch haben. Und so habe ich mir halt die bestimmten Autos ausgepickt und habe halt ein bisschen gearbeitet, habe ein bisschen gespart und haben mir halt den Traum dann erfüllt. Und darum stehen jetzt heute die Autos da. Das sind ja wunderschöne Fahrzeuge, die ihr habt. Also die sind ja fast wie aus der Fabrik heraus. Ihr serviciert die und ihr pflegt die und ihr fahrt die auch. Wir fahren die Auto, wir pflegen die Auto, wir reparieren sie auch. Und wie ich sage, ohne reparieren geht's nicht. Es ist immer was kaputt. Man muss reparieren. Und ohne den kannst du das Open nicht ausfüllen. Du sollst ein bisschen vom Fach sein, sonst bist du fehl am Platz. Maurer Hans ist ja von der alten Technik noch, sage ich einmal, also von der alten Garde, der noch diese Fahrzeuge reparieren kann. Das ist ja auch ein riesengroßes Problem. Wer kann heute so einen Audi Urquattro noch reparieren oder einen Evo 3? Also das ist auch nicht so. Also wenn der eine oder andere den Hans seine fachmännischen Kräfte braucht, hier bei Kfz Maurer in Ötztal in Dumpen, kann man solche Fahrzeuge auch andere reparieren lassen. Wir machen auch andere Autos. Wir haben auch Kundschaft von Deutschland oder Italien, wo wir diese Autos reparieren. Du solltest schon von der Pike auf ein bisschen in die alten Autos gearbeitet haben. Wenn heute einer jung anfängt, der kennt die Auto nicht. Für den ist das genauso kompliziert, wie für uns heute die neuen Autos kompliziert sein. Und für uns ist das alte Auto eben nicht kompliziert. Wenn du jetzt das vergleichst, die neuen Fahrzeuge, jetzt haben wir sogar schon Elektrofahrzeuge, auf was arbeitest du am liebsten? Ja, arbeite ich lieber, wo weniger Elektronik ist. Ist meine Generation, da bin ich aufgewachsen. Ich fahre gerne zwar Autos mit ein bisschen moderner Technik, da sage ich nicht nein, aber arbeite ich lieber auf einem alten Auto. Und das ist jetzt zum Beispiel dieser Renault 110 Alpina. Ja, der Renault Alpina 110 ist ein sehr geiles Auto, muss ich sagen. Du musst einmal zuerst einsteigen, wenn du mal drin hockst, dann hockst. Dann hockst du wie in einem Go-Kart. Wie ich sage, er hat seine eigenen Kriterien. Es ist eigentlich zum Fahren, aber wie gesagt, mit der Kurve habe ich kein besseres Auto wie das Auto. Ja, das war ja damals das Highlight in der Rallye. Die sind ja mit den Weltmeisterschaft gefahren, Europameisterschaft. Und wir haben in Österreich den damaligen Kärntner gehabt, den Klaus Rüssling, der was mit dem Auto Europameister geworden ist und Staatsmeister. Wie bewegst du den? Bewegst du den oft? Ich bewege das Auto sehr oft. Ich fahre zwar so mehr Oldtimer-Rallys. Wie ich sage, es ist einfach ein Kult. Da hat einmal ein Deutscher gesagt zu mir, ich habe das Auto angeschaut, und dann sagt er zu mir, das wird ein Kultauto sein, aber um den Preis kaufe ich mir einen Porsche. Ja, das ist der Unterschied. Der eine will das, der andere will das. Und zum guten Glück hat jeder nicht den gleichen Geschmack. Genau, sonst würden wir alle das gleiche Auto fahren. Darum sage ich, darum fahre ich aber auch ein Renault Alpine. Welches Fahrzeug ist denn dein Lieblingsfahrzeug? Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen auf Porsche gekommen. Und somit, ich bewege sie nach wie vor. Ich fahre mein Audi gerne, mein Alpine fahren. Alpine ist ein Kult. Was ich jetzt am liebsten bewege, wie gesagt, ich kann mich von keinem trennen, sagen wir so. Ja, ein wunderschönes Hobby, das, was da die Familie Maurer hat, hier herinnen in Ötztal in Dumpen. Ja, Hans, jetzt haben wir den Schauraum gesehen, aber das Highlight von euch steht in der Garage. Ja, wir haben in der Garage auch noch ein paar Kleinigkeiten stehen. Dietmar, da gehen wir schauen. Sohn Marco Maurer, der nicht nur der Kfz-Meister hier im Haus ist, sondern auch der, was die Fahrzeuge bewegt und der, was Rallye mitfährt. Marco, dein Highlight dieser Audi Quattro, was ist das für ein Fahrzeug? Handelt es sich da um einen Audi Urquattro, einer von den seltenen 20 Ventiler, Baujahr 90. Am Anfang gekauft als Serienfahrzeug und dann infiziert worden für die ganzen Videos im Internet, was da eigentlich mit dem Auto betrieben worden ist in die 80er, 90er Jahre im Rallye-Sport. Und dann war sofort klar, sowas, wenn die Möglichkeit besteht, muss ich mal aufbauen. Und ja,
haben wir so ein Rallye-Fahrzeug gebaut und heute steht er zum Glück da. Ja, da sieht man die Gene vom Vater übernommen und jetzt mit einem Highlight. Dieses Fahrzeug hat eine Technik, die was damals wahrscheinlich gar nicht einmal so im Motorsport von Audi gebaut worden ist, das was ihr jetzt da alles in dem Auto habt. Ja, also die Grundbasis, der 5-Zylinder Turbomotor, ist natürlich die Grundbasis. Wir haben heute im Jahr 2020, ist natürlich ganz was anderes möglich als wie in die 80er Jahren, muss man schon ehrlich dazu sagen. Wir haben da schon einiges erneuert und verbessert wie in die 80er Jahren. Aber die Grundtechnik, sagen wir mal, der 5-Zylinder Turbomotor bleibt gleich. Ja. Bei den Rallye-Wettbewerben, da geht es viel um Show. Ihr macht ja Showläufe und das Auto wird mehr quer gefahren wie geradeaus. Und man sieht es auf die Videos, also es gibt tolle Videos auf YouTube von Marco. Und deswegen auch das Drehmoment unten raus. Genau so ist es, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Rechts-1-Kurve anfährt und so weiter und man muss warten, bis der Turbolader kommt, dann ist das, sagen wir mal, unterbricht in Driftwinkel oder trifft sehr stark. Und wenn das Auto einfach gut am Gas hängt, dann ist das wesentlich vereinfacht und das brauchen wir, weil sonst ist das nicht möglich. Ja. Was sind das an deine Highlights, die du schon gefahren bist? Highlights ist sicher jedes Jahr das Rallye San Marino, Rallye Legend in San Marino. Wahnsinnig viele Zuschauer, italienische Zuschauer, die Zuschauer nah an der Strecke. Das ist für uns Fahrer natürlich auch. Es ist zwar sehr gefährlich, muss man dazu sagen, aber es ist das Highlight als Fahrer schlechthin. Ja, ja, das San Remo, wie es früher gewesen ist, die sieht man ja heute noch bei den Videos von Walter Röhrl, wo die Leute auf die Seite springen. Ist das heute auch noch so? Direkt auf die Seite springen, so nah kommen sie jetzt nicht. Aber ich sag mal, wenn man jetzt die WRC-Läufe sieht in Deutschland, da stehen sie teilweise 500 oder 600 Meter neben der Strecke. Und in Italien ist es halt wirklich so, dass die Zuschauer an der Strecke stehen und nicht weit neben der Strecke. Und sagen wir mal, auch der Fanatismus von Italienern, wenn der so ein Rallye-Fahrzeug, ganz besonders den 5-Zylinder, den Audi ist in Italien immer sehr beliebt, muss ich sagen. Aber wenn die das hören, dann geht der Herz auf. Jetzt haben wir Winter. Du bewegst das Auto auch im Winter? Eigentlich nein. Ich habe mir vorgenommen, mit dem Auto keine Winterrallye oder was zu betreiben. Kommenden nächsten zwei Wochen steht in Zell am See GP Ice Race und das wollte man nicht entgehen lassen. Habe für das jetzt ein spezielles Auto ein bisschen umgebaut, fahrwerkstechnisch und auch bremsentechnisch und fahre das erste Mal in meinem Leben auf Spike-Reifen. Bin gespannt, wie das wird. Ich glaube, so wie du das Auto beherrschst, wird das auch absolut kein Problem sein für dich. Ich muss sagen, das Beherrschen ist gar nicht einmal das. Man kann sich, sagen mal, viele sagen, wie machst du das mit Fahren und so weiter. Wenn wir im Winter unterwegs waren in Kütei, auf Training sozusagen mit unseren Serienfahrzeugen, das haben mindestens 10 andere gleich gefahren wie. Das bin nicht ich. Du kannst das Auto so bauen, dass das eins wird mit dir. Und ich muss sagen, das habe ich mit dem Auto wirklich so geschafft, dass ich das so gebaut habe, dass es einfach relativ einfach wird. Der Fahrer, das macht es nicht aus. Schauen wir mal. Ich glaube es ein weniger. Wir werden uns sehen in Zell am See. Kommt vorbei. Das ist am Wochenende ein absolutes Highlight. Eine Wiederaufnahme von diesem Eisrennen. Also eine tolle Action, die dort geboten wird und mit solchen tollen Autos. Also wir freuen uns schon, Marco, wenn wir die dort sehen und vielleicht bekommen wir das ein oder andere Interview von dir. Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Ja, Normalfahrter Marco Maurer, immer die Rallye-Legenden rennen mit und heute das erste Mal beim GP Ice Race hier in Zell am See. Der erste Auftritt von dir am Eis? Das erste Mal generell auf Eis mit meinem Auto. Wir fahren normalerweise im Winter nicht. Spikes haben wir drauf. Schauen wir, wie es wird. Da wünschen wir dir viel Erfolg. Danke, brauchen wir. Hast du genug Power? Ich glaube zu viel. Ja, also wir haben ja bei uns bei ein paar Experten ein paar Infos geholt und die haben mir alle gesagt, Marco, mit deiner Leistung, mit den Rädern, das wird schlimm werden, aber probieren wir das Beste. Also dann wirst du ein paar Fuchen auftun. Ich hoffe es, ja, dass andere da drin versinken und ich drüber fahre.